Moin, moin, das ist Timo von DaytraTools.de und wir machen heute wieder ein Tickmill-Webinar. Und zwar, was machen wir genau? Wir machen eine Marktbesprechung. Das heißt, wir gucken uns die Märkte an, wie dax, Dow, Euro und Co. gucken, was in den letzten Tagen passiert und natürlich auch, wo kann die Reise die nächsten Tage hingehen. So, all das machen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten circa. Aber natürlich, wie immer, bevor wir loslegen, der Risikohinweis. Das Ganze, was wir hier machen, ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Es soll nur dazu dienen, die Funktionsweise der Software zu erklären, beziehungsweise es ist Schulungsmaterial oder Informationsmaterial. Ihr selbst müsst euch eure eigene Meinung bilden und selbst wissen, wann ihr einen Trade macht, wann ihr in einen Trade einsteigt und wann ihr auch wieder aussteigt. So. Gehen wir rein in den Chart und gucken uns wie immer als erstes den DAX an. Da gibt es nämlich eine ganz interessante Konstellation und auch eine, ja, wie ich finde, eine ganz gute Trade-Situation, Trade-Möglichkeit. So, äh, fangen wir aber vorne an. Wo ist der DAX? DAX 40. So. So, die Analyse machen wir mal kurz weg. Wir gehen, wir gehen in das große Bild. Große Bild heißt der Wochenchart. Und ich hole mir mal den Trend dazu, also mein GP3. Und dann gucken wir einfach mal, okay, wie sieht es denn trendmäßig momentan im DAX im Wochenchart aus? So. Wir kommen hier oder kamen hier von einem Aufwärtstrend, der sich hier so ein bisschen in die Breite, in die Seite gezogen hat und wir haben einen Trendbruch erlebt. Wir sind hier unter das Trend tief gefallen, hier im Blau gekennzeichnet, gab es dann den Trendbruch und wir sind momentan trendlos unterwegs im DAX im Wochenchart. So, das ist das äh, Bild im Wochenchart. Wie sieht es im Tag aus? Gehen wir direkt rüber. Tageschart. Analyse machen wir hier auch kurz weg. Wie sieht es hier aus? Wir haben hier einen Abwärtstrend. Entsprechend, ich zeichne ihn hier nochmal nach. Abwärtstrend, der aber, man kann es hier schon sehen, ich mache das mal noch ein bisschen größer, der weit und tief in der Korrektur steht das heißt hier ist das letzte Trend hoch wir nähern uns mittlerweile den Trend hoch hier an und was passiert wenn wir über dieses Trend hoch hier drüber laufen? in dem Moment ist der Abwärtstrend gebrochen und wir sind auch im Tageschart dann trendlos unterwegs. So soweit ist es aber noch nicht da sind wir noch nicht. Die Frage ist, wie kann es jetzt äh, weitergehen, beziehungsweise ich hole mal meine Analyse dazu, noch ein kurzer Rückblick, was ist passiert und zwar man sieht es hier schon, ich mache das wieder ein bisschen kleiner, kann man sehen, man sieht, wir haben hier ziemlich genau, ziemlich perfekt in die blaue Zone oder sind in die blaue Zone reingestochen bei der 15.000 und die blaue Zone hat jetzt erstmal ihre Wirkung nicht verfehlt. Und hat den Kurs jetzt erstmal deutlich nach oben geschleudert. Also knapp 500 Punkte, 450 Punkte von hier aus sind wir nach oben geschleudert worden und nähern uns jetzt so langsam meiner roten Zone hier bei 15.479, 15.600 ungefähr. So die Leute, die öfters dabei sind, die wissen, ich habe letzte Woche noch gesagt, da standen wir hier unten irgendwo, da habe ich gesagt, die 14000, die 15479. Die wird noch mal eine Rolle spielen, die wird noch mal zum Tragen kommen und es sieht danach aus, als stände das quasi kurz bevor. Warum erachte ich die als wichtig? Warum ist mir diese Marke wichtig? Ganz einfach, weil man hier sehen kann, das ganze Ding war über lange Zeit, wirklich lange Zeit, immer wieder Support. So, wir sind hier einmal durchgefallen. Dann kam die Rückbestätigung. Das ist ein Widerstand geworden. Also aus dem Support ist ein Widerstand geworden. Und wir machen uns jetzt hier auf das Ganze nochmal zu bestätigen, nochmal zu checken. Okay, ist denn jetzt hier wirklich ein Widerstand draus geworden oder nicht? Man sieht auch hier knapp bei der 15.500 noch ein weiterer ja, Support und deshalb hier auch rote Zone. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. 15.600, 15.500 hier dieser Bereich. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir hier nicht einfach so durchbrechen werden. Also da wird hier nicht durchlaufen durch den Bereich und irgendwie direkt hier oben bis zu diesen Hochs, beziehungsweise bis 15.800, 15.900. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war dieser Bereich hier einfach zu wichtig, hat immer wieder Reaktionen hervorgerufen. Ähm, von daher werden wir hier Reaktionen erleben. Da bin ich mir ganz sicher. Das einzige Problem, was wir jetzt so ein bisschen äh, hierbei haben, ist, sollten wir hier wirklich äh, ne, in die rote Zone eintauchen, äh, Richtung 15.500 äh, laufen, hätten wir, wie eben angesprochen, einen Trendbruch. Und das kann das Ganze so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen zäh machen, so ein bisschen äh, unschön machen. Ganz einfach, weil dann. Wird es höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass wir hier einmal reinstochern, reinschießen und dann zack, direkt wieder runter, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir dann erstmal so eine kleine Seitwärtsphase erleben werden, bis der Kurs sich wirklich entscheidet: okay, ne, geht es weiter rauf oder geht es weiter runter? Das ist so ein bisschen ja, die Gefahr, die ich so sehe an diesem Konstrukt, das wir jetzt haben, aber dass der Kurs hier reagieren wird in dem Bereich, das halte ich für sehr wahrscheinlich. So die Frage ist, wie kann es danach weitergehen? Äh, also gibt es auch zwei Szenarien. erste Szenario ist: Wir stranden hier wie gesagt in so einer seitwärtsphase und was äh, dann oft der Fall ist, wenn so eine seitwärtsphase aus einer Aufwärtsbewegung kommt, dann geht es nach dieser seitwärtsphase, meist dann noch mal deutlich weiter nach oben. Also das wäre Szenario 1. Szenario 2 ist, wir reagieren, reagieren deutlicher und dann 15.300, 15.200 werden dann die nächsten Ziele und dann haben wir einen gebrochenen Abwärtstrend und dann könnte das Ganze sogar, ne, wenn wir dann wieder nach oben steigen, umgewandelt werden in einen Aufwärtstrend. Da sind wir aber noch nicht, ne, sondern erstmal muss entsprechend eine Korrektur erfolgen und dann ist wahrscheinlich, wenn wir hier ja, runterkommen, dass wir dann an der 15.300, 15.200 ne, stocken und dann kommt es halt darauf an, bilden wir einen Aufwärtstrend aus. Oder nehmen wir den Abwärtstrend, den gebrochenen Abwärtstrend, den wir hier hatten, nehmen wir den wieder auf, indem wir hier nochmal unter die 15.000 fallen. So, das wären die beiden Szenarien im DAX. So, gucken wir uns das Ganze auch nochmal am Wochenchart an. Machen das hier ein bisschen größer. Da sieht man es nochmal. Auch sehr schön, sehr deutlich, wie wir hier einmal in die blaue Zone 15.000 reingestochen sind. Und man sieht auch hier einfach nochmal im Wochenchart noch ein bisschen deutlicher ne, diesen Bereich hier, den ich eben intensiv angesprochen habe. War Widerstand, war Support und dass das ganze Ding jetzt einfach nochmal reagiert, halte ich für sehr wahrscheinlich. Gut. So viel zum DAX. Schauen wir uns die Stunde noch kurz an. Da sehen wir, ne, wir stehen hier schon kurz vor der roten Zone. Gleich um 14:30 Uhr gibt es auch nochmal Zahlen aus den USA. Inflationsdaten ne, betrifft jetzt nur am Rande den DAX, aber der DAX läuft ja dann so gegen Nachmittag auch gerne mal den DAU hinterher. Also, das würde auch ganz gut passen. Hier einmal reinstechen ne, und dann reagieren und nach unten laufen oder reinstechen und ja, so eine Seitwärtsphase ausbilden. Also meine persönliche äh, Präferenz wäre natürlich, weil darauf schiele ich natürlich mit einem Auge, ne, dass wir einmal reinstechen und das ganze Ding dann doch wirklich deutlich nochmal nach unten reagiert, weil dann, ich würde mich schon ganz gerne hier oben Short einkaufen wollen. Alright, so. So viel zum DAX. Gehen wir rüber zum äh, Dow Jones. Da haben wir nämlich ein ähnliches Bild, was auch gar nicht so schlecht aussieht und auch eine ganz gute Trade Chance verspricht. So, gehen wir auch hier zuerst auf den Weekly. Analyse nochmal kurz weg. Wie sieht es hier im Weekly aus? Ein bisschen kleiner. So, im weekly haben wir einen Aufwärtstrend. Hier Aufwärtstrend, der momentan tief in der Korrektur steht. So, und letzte Woche habe ich Folgendes gesagt. Ne? Wir standen ähm, hier so in diesem Bereich, irgendwo hier bei, ne? was, was haben wir hier, 34.000. Was hatten wir hier? 34.300, So, und ich äh, schielt ganz gerne immer mal so auf den Wochenchart und dann habe ich gesagt, naja, wir sind aber noch deutlich in einem Aufwärtstrend hier. Und prinzipiell ne, hätte der Dauer noch deutlich mehr Luft nach unten zum Korrigieren. Also dass hier bei der 34.000, 34.300 Schluss ist glaube ich fast nicht, weil der DAO ja doch ganz gerne äh, deutlich und tief korrigiert. Und da meinte ich auch so, naja, prinzipiell so bis 61,8 und wenn ich mir meine Analyse dazu hole, ne, das passt dann, passte dann so ziemlich genau hier mit der 33.033 bzw. 32.900 ganz gut so zusammen. So, und das ist auch der Grund, ähm, warum ich ganz gerne bei solchen Sachen äh, Fibos anlege, beziehungsweise hier in GP3 kann ich die Fibos ja automatisch äh, einschalten lassen von der letzten Trendbewegung. Nicht, weil ich jetzt äh, sage, okay, ich gehe jetzt stumpf hier bei der 61,8 äh, FIBO-Marke äh, blind in den Markt, sondern ganz einfach um ein Gefühl zu bekommen. Naja, wie weit hat der Markt korrigiert, beziehungsweise wie weit könnte der Markt denn korrigieren? Und das versuche ich dann auch immer äh, mit meinen Marken äh, abzugleichen. Und wenn man natürlich sowas hat wie, wie jetzt hier und wo ich letzte Woche darauf hingewiesen habe, ne, dass die Marken dann ganz gut zusammenpassen, und hier sieht man das ja auch, ich mache das noch ein bisschen größer so die 61 passt so ziemlich genau mit der 33.033 zusammen beziehungsweise ne, eine Etage tiefer falls er wir sind ja hier im Wochenchart ne, falls er dann wirklich nach unten kommen sollte 32.800 ne, und das ist das passt dann halt auch ziemlich genau äh, zusammen mit meinen Marken mit meinen Linien also, dass wir jetzt hier eine Reaktion nach oben sehen, ist also oder kam für mich jetzt nicht wirklich überraschend, beziehungsweise deshalb gab es ja auch diese, diese blaue Box hier, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir in diesem Bereich irgendwie eine umkehrende Korrektur sehen werden und das gegebenenfalls den Aufwärtstrend, den wir hier haben, dass der jetzt nicht so einfach gebrochen wird und dass wir hier am Stück wirklich durchfallen. Ähm, ne, ohne Korrektur, das ähm, war für mich nicht wirklich plausibel. So, aber gehen wir rein in den Tageschart. Für mich ja der wichtige Chart fürs Daytrading. Was sieht man hier? Man sieht hier, hier gab es den Aufsetzer auf die 32.800. Und wir nähern uns auch hier einer sehr interessanten Marke, bzw. einem sehr interessanten Bereich. 34.000 bis 34.300 ungefähr, ne. Auch hier in Rot gekennzeichnet. Weil das so ein ähnliches Bild ist wie im DAX, beziehungsweise eigentlich noch ein bisschen einfacher zu greifen. Äh, ganz einfach auch ein Bereich, der immer wieder wichtig war im DAO. Und was äh, früher mal wichtig war, ist, äh, also was in der Vergangenheit wichtig war, ist dann oft auch in der Gegenwart wichtig. Gerade beim Trading. Ähm, wieso, weshalb warum? Vielleicht gehe ich da auch noch mal kurz drauf ein. Also, wieso, warum sind solche Marken eigentlich wichtig? Beziehungsweise warum äh, gibt es so einen Effekt, was hier Support war? Warum wird das äh, unter Umständen zum Widerstand, ähm, vielleicht noch ein, zwei äh, Sätze dazu. Was dieses Phänomen auslöst, beziehungsweise warum, das, warum es solche neuralgischen Punkte im Markt gibt. Ganz einfach, weil hier kann man jetzt hier im nackten Chart nicht sehen, aber hier, das sind so Volumenpunkte. Das heißt, da wurde in der Regel viel Volumen gedreht. Und wenn wir jetzt so einen Support haben, hier entsprechend, ne? und wir, wir steigen und irgendwann fällt der Markt dann doch unter so, so einen Support. Und es ist ja höchstwahrscheinlich, dass hier, wenn die Leute Long positioniert waren, lagen hier jedenfalls eine Stops drunter. Der Markt fällt quasi unter, unter so einen Supportbereich. Was müssen die Leute machen, die Long im Markt sind? Sie müssen quasi verkaufen. Das heißt, sie müssen Short-Orders in den Markt geben, damit sie ihre Longs schließen. Und das... Ergibt den Effekt, dass hier in dem Moment dann, wenn wir durchgefallen sind, relativ viele ähm, ja, Short-Positionen im Markt lagen. Und fragt euch nicht, wieso, weshalb, warum, aber es ist dann oft so, dass solche Punkte ähm, gemerkt werden. Und ganz einfach, ne, hier, wenn der Markt jetzt hier nochmal hochkommt, dann sozusagen hier lagen relativ viele äh, Short-Orders, dass der Markt sowas äh, registriert und dann einfach auch nochmal an solchen Punkten wieder nach unten ja reagiert beziehungsweise ne, dass hier wieder entsprechend Short Orders in den Markt kommen und dadurch der Markt einfach fällt gut aber also wir nähern uns hier dieser roten Zone 34.000 34.300 und wenn man jetzt hier auch mal die Fibos wieder einschaltet bei äh, GP3 da sieht man ne, dass das auch wieder ganz gut mit der 61,8er-Marke zusammenpassen würde. So, man hat hier aber ein bisschen leichteres Spiel als jetzt zum Beispiel im, ja, im äh, DAX, wie ich es eben erklärt habe, weil ganz einfach, wir würden hier noch nicht mal irgendeinen Trend kaputt machen. Wir sind hier noch in einem Abwärtstrend, das ist ja eine Trendbewegung. Wenn wir hier hochlaufen, wäre das noch nicht mal ein Trendbruch, Trendverletzung, sondern der Markt könnte wieder ganz gut hier unten äh, runterfallen. Das heißt, das ist schon ein interessanter Punkt, interessante Marke für mich auch. Da werde ich die Augen ganz weit aufhalten, um zu gucken, ob ich hier nicht einen relativ guten Short platzieren kann, der auch irgendwie ein bisschen länger ein paar Tage laufen kann. Zumindest nochmal so Richtung 33.300, 33.200. So, wie gesagt, gleich äh, Viertelstunde gibt es Daten aus den USA. Kann auch sein, dass wir diesen Effekt dann schon sehen, dass wir hier einmal hochsprinten und dann entsprechend hier Verkauf-Orders in den Markt kommen und das Ganze wirklich heute Nachmittag schon entsprechend so aufgelöst wird. Muss man sehen, muss man schauen. Mh, sollten wir jetzt hier durch die rote Zone einfach durchlaufen, äh, da muss ich nochmal neu denken, da habe ich jetzt gerade kein wirkliches Szenario äh auf dem Zettel ganz einfach weiß nicht sehe. Sollten sollte das der Fall sein, muss ich entsprechend noch mal neu denken, noch mal neu gucken, ähm, was ich dann mache. Dann werde ich hier auch meine Marken im Easy Copy entsprechend anpassen und äh, das einzeichnen. Aber wie gesagt, momentan ist mein Plan im Dow Jones gucken, ob man hier in dem roten Bereich irgendwie short reinkommt und das ganze Ding dann vielleicht ein paar Tage laufen lassen kann Richtung 33 33300 33200. Alright, so, so viel zum DAO. Gehen wir rüber zum Nasdaq. So, Nasdaq Nasdaq, was wir? US Tech damals. So, fangen wir auch hier mit dem Weekly an. Analyse machen wir kurz weg. Was sehen wir im Weekly? Wir sehen, wir sind hier von einem deutlichen Aufwärtstrend gekommen, der kaum eine Korrektur hatte. Und haben hier entsprechend äh, dann einen Gegentrend ausgebildet, einen Abwärtstrend ausgebildet. Ähm es ist ja immer so eine Sache, das habe ich hier auch schon öfters ähm, thematisiert. Ne? Wie sieht man den Markt? Ähm, sieht man ihn äh, long? Sieht man ihn short? Beziehungsweise wird er scharf? Wird er unscharf betrachtet? Es gibt hier in GP3 deshalb auch die Trendschärfe, die man so einstellen kann. Und da kann man mal so ein bisschen durchswitchen. Ähm, und da sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Weil, wenn ich das Ganze mal hier auf. Äh, Niedrig oder am niedrigsten einstelle, dann sieht man, dass wir eigentlich noch gar keinen Aufwärtstrend hatten, dass das Ganze hier irgendwie nur eine trendlose Phase ist, die sich gerade in der Korrektur befindet. Und sollte der Markt jetzt hier wieder nach oben schnellen, dann haben wir entsprechend zum ersten Mal seit Ende letzten Jahres, beziehungsweise ja doch seit September letzten Jahres einen Aufwärtstrend etabliert. So, gucke ich mir den Trend so ein bisschen schärfer an. Da sieht man, dass das hier als Aufwärtstrend gewertet wird und dass wir hier einen Gegentrend ausgebildet haben. Nur das mal so zur Info, dass man das im Hinterkopf behält. Also die einen Marktteilnehmer sehen den Markt long in einem Aufwärtstrend, die anderen Marktteilnehmer sehen eher, naja, das ist eher so, eine, ja, so ein Trendbruch des Abwärtstrendes, ist aber noch nicht ein wirklicher Aufwärtstrend gewesen. Gut, wie sieht das Ganze im Daily aus? Also im Daily hatten wir hier auf jeden Fall einen deutlichen Abwärtstrend gehabt, der jetzt auch wieder von einem Aufwärtstrend abgelöst worden ist. Also man sieht auch hier im ja, Tageschart so einen Doppelboden, den wir hier haben. Und das Ganze sieht hier deutlich nach so einer W-Formation aus. Ähm, deshalb wieder Buchstabe W. Ähm, das ist übrigens, also ich bin ja nicht so der Formationshändler, aber wenn man sowas äh, sieht, dann ist das, äh, ist das auch ein schönes Signal, wenn wir halt über dieses Hoch hier drüber laufen, dann geht es in der Regel noch ein Stück weiter, ein ganzes Stück weiter sogar. Und momentan stehen wir hier im Tageschart an der 15.200. So. Ähm, der NASDAQ ist jetzt auch zumindest, was jetzt die, die große Vorausschau angeht, auch nicht so wirklich äh, einfach zu greifen. Ganz einfach. Weil, wenn man sich das mal ein bisschen äh, näher anguckt, beziehungsweise wir können auf den Wochenchart sehen, ob man es da besser sieht. Ne, im Wochenchart sieht man es nicht wirklich, im Tageschart sieht man es besser. Das Ganze, was wir hier haben, ist mehr oder weniger eine relativ große Seitwärtsphase. Ja. So. Unterseite 14.500, Oberseite 15.900 bzw. 15.800, ne? so Oberseite, Unterseite. Und da bewegt der Markt sich schon seit, äh, ja, mehreren Monaten, eine mehr weniger so hin und her. So, also von daher ist der Nestec jetzt gar nicht so einfach äh, zu greifen. Ähm, Deshalb auch hier zwei Szenarien. Zum einen, wir sind ja jetzt hier in die blaue Zone gelaufen, 15.200, 15.300. Gut möglich, dass wir jetzt einen Rücklauf sehen werden. Zum Beispiel hier auf das Trend hoch, beziehungsweise auf die 15.000, 14.900. Oder wir laufen direkt hier hoch in die rote Zone, 15.700, 15.500 und sehen dann eine Korrektur also das sind so die beiden ja, möglichkeiten die ich jetzt hier so sehe viel weiter will ich oder kann ich mich jetzt hier auch gar nicht aus dem fenster lehnen das sind so die beiden szenarien also nochmal zusammengefasst erst runter dann hoch oder zuerst hoch und dann runter genau das sind die szenarien die ich jetzt für den nasdaq auf dem zettel habe so, sehen wir als nächstes noch den, uns den Euro US-Dollar an. So, gehen wir hier in den Wochenchart. Also die Abwärtsphase-Spirale scheint erstmal gestoppt. Wir hatten hier jetzt zwölf Kerzen. Also wie gesagt, wir sind hier im Wochenchart. Zwölf Kerzen, drei Monate, nur Abwärtsbewegung gehabt. 12 bärische Kerzen. Also, da muss man im Chart mal schauen, wo man das das letzte Mal gesehen hat. Aber es scheint jetzt erstmal gebrochen zu sein. Wir sehen hier eine kleine, ich will es da nicht Korrektur nennen, aber zumindest eine zwei bullische Kerzen. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so richtig, was ich mit dem Euro-US-Dollar, was ich mit dem Markt so wirklich anfangen soll. Also gut möglich, dass wir jetzt hier eine Korrektur sehen, möglicherweise auch Richtung äh, 1089, 1081, also hier so in diesem Bereich. Aber ganz ehrlich, also ich würde da jetzt nicht irgendwie meine Pferde drauf verwetten. Gut. Auch wenn ich mir jetzt den... Äh, den Markt jetzt hier im Tageschart ansehe, wir haben jetzt hier auch den Abwärtstrend erst gebrochen, ist soweit okay, aber jetzt hier hochlaufen, es gibt einfach so viele Punkte, so viele markante Linien. Also prinzipiell, man hat ja hier das Raster, ich habe ja meine Linie drin, aber prinzipiell könnten wir jetzt irgendwie an jeder Marke, an jeder Linie irgendwie korrigieren. Und jetzt, ich sehe nicht wirklich eine große Wahrscheinlichkeit für die ein oder andere Marke, wo das ganze Ding jetzt äh, wirklich hinlaufen könnte, wo es umdrehen könnte, von daher ganz ehrlich, ich habe für den Euro-US-Dollar keine Idee. Mir sagt der Markt jetzt nicht wirklich was, wenn ich mir ihn angucke. Von daher kann ich da auch gar keinen großen Ausblick zu geben. Und ich ne, lasse den Markt doch erstmal machen, bis ich für mich wieder klareres Bild ergibt, ein Bild, wo ich wirklich so was mit anfangen kann und wo ich auch irgendwie eine Trade Chance sehe. Aber hier jetzt in dem Markt momentan, wie gesagt, sehe ich nicht, nicht wirklich viel. So, zum Abschluss noch ein Blick auf Bitcoin. Was macht denn Bitcoin? Bitcoin macht nichts sozusagen. Also wir sind hier knapp an der 28.700 wieder gescheitert, laufen jetzt gerade wieder rückwärts, nachdem wir hier auf dem Gap aufgesetzt haben und die Reise vorwärts angetreten haben, Richtung äh, ne, meiner roten, beziehungsweise meiner wichtigen Marke, roten Kasten, 31.000, 29.000. Für mich der wichtigste Punkt im Bitcoin überhaupt. Haben wir nicht geschafft, stattdessen ne, laufen wir oder schalten wir den Gang rückwärts wieder rein. Ähm, ja. Für mich auch seit seit Wochen, seit Monaten nicht wirklich interessant, keine Trade-Idee. Von daher, ich warte, bis der Markt entweder hier diese Phase, also diese Range nach unten verlässt oder nach oben verlässt. Dann ist es für mich wieder interessant, beziehungsweise auch für kleinere Trades, wenn wir die Range-Unterkante erreichen oder die Range-Oberkante. Dann werde ich auch mal gucken, ob ich hier einen kleinen Trade mache. Und gegebenenfalls den Abprallerhandel. Aber hier in der Mitte, nee. Da warte ich, bis sich das ganze Bild ein bisschen mehr aufklärt. Gut, sind wir durch für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, gute Trades und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr hier wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.